Hi, seit langem wieder mal eine Folge Digifernunterricht. Ich bin Philipp, möchte in diesem Video kurz zeigen, wie man ChatGPT neu mit Plugins nutzen kann und was der große Vorteil dieser neuen Funktion ist. Ich bin hier auf der ChatGPT-Seite. Ich habe mich schon eingeloggt. Das sieht man jetzt hier unten deutlich. Also ich habe ein Benutzerkonto angelegt. Das muss man machen, damit man ChatGPT nutzen kann. Und jetzt sieht man hier, ich habe ChatGPT Plus. Das heißt, ich habe ChatGPT abonniert und bezahle dafür. Das Feature, das ich jetzt vorstelle, das ist im Moment für Menschen vorbehalten, die tatsächlich bereit sind, jeden Monat $20 für ChatGPT zu bezahlen. Deshalb, wenn ihr das nicht seid, ist es rein einfach informativ, wie das funktioniert. Man muss wirklich bereit sein, hier ein kostenpflichtiges Abo zu lösen, damit man diese Plugins installieren kann. Jetzt ist es hier so, auf diesen drei Punkten da unten lässt sich ein Menü aufklappen und hier bei diesem My Plan seht ihr, ich habe dieses ChatGPT Plus, das kostet so viel. Und die Vorteile sind auch hier kurz erwähnt. Man kann früher auf neue Feature zugreifen. Das ist jetzt so ein neues Feature, das jetzt direkt aufgeschaltet worden ist. Und man kann ChatGPT nutzen, auch wenn es für andere Engpässe gibt. Jetzt gibt mir ChatGPT Plus die Option, GPT-4 zu benutzen, also die neueste Version eigentlich des Algorithmus, der hier die Texte generiert. Und wenn ich da drauf gehe, dann seht ihr, wenn das jetzt funktioniert, mal schauen, wo das Problem liegt. Genau, wenn ich habe es jetzt refreshed, jetzt funktioniert es. Also, jetzt steht hier Default und unten steht Plugins Beta. Wenn ihr das noch nicht seht, dann müsst ihr hier unten auf Settings klicken. Und bei Beta Features gibt es Plugin und man kann das aktivieren oder deaktivieren. Ich schalte es jetzt ein, weil ich ja zeigen will, wie es funktioniert. Also die Plugins müssen hier in den Settings aktiviert werden. Wenn das der Fall ist, dann kann man hier sehen, welche Plugins es gibt. Und sobald ich jetzt hier reingehe, mal schauen. Ah, genau. Sobald ich jetzt hier nicht mehr in diesem Menü, wenn das weggeht, sehe ich hier ein kleines Fenster und hier kann ich in den Plugin Store jetzt mich durchklicken und sehe jetzt hier alle Plugins, die es gibt. Also ihr seht, das sind jetzt schon 10 Seiten, die man nutzen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, vor allem einfach viele Plattformen und Webseiten, die eine ChatGPT-Anbindung jetzt ermöglichen. Dieser Store ist grundsätzlich offen, also EntwicklerInnen können hier eigene Plugins hinterlegen, so wie das beim App Store auf dem Handy der Fall ist oder in anderen Stores auf dem Netz, wo man solche zusätzlichen Dienste einschalten kann. Jetzt zeige ich nur eine Funktion, die ich jetzt für mich ist das, was eigentlich gefehlt hat bei ChatGPT. Ich nutze jetzt diesen Link-Reader. Es gibt andere Plugins, die das auch können. Das ist nicht das einzige Plugin, das diese Funktionalität erlaubt. Ich habe den Link-Reader jetzt schon installiert. Und was jetzt möglich ist, ist, ich kann ChatGPT auffordern, bestimmte Dokumente zu lesen. Also ich kann jetzt ganz spezifisch Fragen zu einem Dokument stellen, das über einen Link verfügbar ist. Jetzt habe ich hier so ein Dokument, das ist eine Studie, die für den Kanton Aargau durchgeführt worden ist. Ihr seht hier, es sind 68 Seiten PDF mit so, also es ist so wissenschaftlich geschrieben. Und ich nehme jetzt hier den Link, also der Link geht, ihr seht es hier direkt aufs PDF, das ist so nötig. Ich könnte aber auch einen Link nehmen, der auf eine Website geht. Also grundsätzlich spielt es keine Rolle. Es muss einfach ein Textdokument da sein, das gelesen werden kann, wo so ein direkter Zugang ist. Jetzt stelle ich hier eine Frage und sage, fasse bitte die folgende Studie mit 10 Aussagen zusammen.
So, und gebe einfach den Link ein. Also ich muss jetzt hier nicht ein Programminterface aufrufen, sondern ChatGPT nutzt diese Plugins automatisch. Das sieht man jetzt. Ich schicke die Anfrage ab. Und jetzt seht ihr, was da passiert. Es steht nämlich hier jetzt Using Link Reader. Und ihr seht, das ist dann das, was im Hintergrund als Aufruf dann eigentlich an diese Schnittstelle gegeben wird. Und das dauert jetzt einen Moment, weil das Dokument muss jetzt wie erst hochgeladen werden. Also es wird jetzt abgerufen im Netz und an ChatGPT übermittelt, aber es geht recht schnell. Also ihr seht, jetzt ist ChatGPT schon, hat dieses PDF gelesen und hier stehen jetzt die 10 wichtigsten Punkte. Und ihr könnt einfach mitlesen. Und das ist natürlich klar, weshalb das ein sehr mächtiges Feature ist. Also jetzt, ich als Mensch hätte in der Zeit diese Studie nicht lesen können. Und ich kann Dinge, die ich, wozu ich vielleicht Fragen habe, die mich interessieren, die kann ich jetzt so ganz gezielt nachfragen. Also ich warte mal kurz, bis die 10 Punkte dastehen. Dann werde ich zu einem Punkt fragen, welche Seite der Studie ich jetzt lesen sollte, wenn ich zu dem Punkt mehr erfahren möchte. Das schaue ich dann, was rauskommt. Was ich vielleicht auch schon sagen kann, ich habe ein bisschen mit rumgespielt. Was nicht geht, ist, dass da Grafiken rausgezogen werden. Also der Umgang mit diesen PDFs, der ist ein textbasierter. So, wir sind schon bei Punkt 6. Ich kenne die Studie recht gut, habe schon einige Fragen dazu gestellt, muss sagen, die Ergebnisse sind ziemlich gut. Natürlich ist das, was Halluzinieren genannt wird, also die Tatsache, dass diese KI-Tools teilweise Zusammenhänge erfinden, die es jetzt so nicht gibt, die erstreckt sich auch auf diese PDFs. Also man muss das kritisch lesen, man kann nicht hundertprozentig vertrauen, dass das so korrekt ist, aber ich kann jetzt hier sagen, das ist eine sehr saubere Arbeit. Also da gibt es nicht in den Punkten, die jetzt hier erwähnt wird, gibt es keine größeren Probleme, aber theoretisch könnte es sie geben. Also das ist, hängt stark wahrscheinlich auch vom Dokument ab und wie gut das verfügbar ist. Also, welche Seiten der Studie sollte ich lesen, wenn ich mehr über Punkt 7 erfahren möchte? Ja, jetzt macht ChatGPT nicht viel mehr als das Inhaltsverzeichnis zu lesen. Das könnte ich natürlich auch. Und ich werde das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern lade euch ein, das selber zu probieren. Ich fasse ganz kurz zusammen. Also man braucht die kostenpflichtige Version von ChatGPT. Dann muss man in den Settings hier die Plugins aktivieren und muss dann über den Plugin Store, also ihr seht jetzt hier Models Plugin, Enabled Plugins, das ist dieser Link Reader, den muss man runterladen und dann kann man ChatGPT so nutzen, dass es direkt auf PDFs, auf Webseiten zugreifen kann und dadurch auch diese Beschränkung, dass da nur Wissen bis 2021 vorhanden ist, umgehen. Ich danke sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.